So begann vor genau 10 Jahren die Ära von Österreich. Gestern wurde das Jubiläum im Park Hyatt Hotel gefeiert, samt Erinnerung an die damaligen Begleitproblematiken etwa um den Namen. Es haben uns mehrere Scherzbolde geklagt. Wir haben es Gott sei Dank in allen Instanzen gewonnen und dürfen uns jetzt ganz offiziell und ganz ungefährdet Österreich nennen. Sehen Sie, das hat mich alles nicht interessiert. Ich war nur interessiert, dass Sie positiv über mich schreiben. Dafür gibt es freilich keine Garantie und Klagen gab es in 10 Jahren viele. Nicht zuletzt von Stargast Conchita, die eine ihr angedichtete Affäre gar nicht hatte. Aber das ist längst Schnee von gestern. 10 Jahre gibt es nun die Zeitung schon und ich habe vor 2 Jahren gewonnen. Meine Güte, die Zeit vergeht. Und von daher habe ich wirklich nicht mehr so wahnsinnig viel beigetragen zu diesem Jubiläum. Aber nichtsdestotrotz freut es mich natürlich sehr, dass ich am Cover bin und irgendwie 50 Fotos von mir in dieser Zeitung sind. Ich habe mich auch schon ein bisschen geschämt dafür, um ehrlich zu sein. Die Conchita hat das damals sehr ernst genommen und ihr Freund und sie haben uns geklagt und haben völlig zu Recht gewonnen. Wir haben, glaube ich, völlig zu Recht 3.000 Euro zahlen müssen, ist die Gage für heute. 10 Jahre im Schnelldurchlauf, viel ist passiert auf der Welt. Ja, es hat sich viel getan, wie man überhaupt den Eindruck hat, dass sich die Gesellschaft immer mehr dynamisiert. Ich habe unlängst einen Satz gehört, der mich beunruhigt, erfreut und enthusiasmiert. Es wird nie mehr so wenig Veränderung geben wie heute. Also es steht uns armen Menschlein noch einiges bevor. Life is life. Open.